Bro, es gibt so viel zu entdecken. Ich möchte unbedingt auf 3000 kommen, weil Benjamin soll unser Team verstärken. Benjamin soll bald kommen. 3K ist kein allzu langer Weg mehr. Wir müssen hier nur noch die Waldhütte. Und eigentlich, wenn wir die erste Seite finishen wollen, dann sollten wir schon auf jeden Fall die Affenaue auch nochmal auf Gold schaffen. Also auf hart, oder? Benjamin ist voll stark. Meint ihr, Benjamin ist auch für mich überhaupt strong? Ist eigentlich nur für Fortgeschrittene gut. Ach, Mann. Relativ einfache Strecke. Wir haben auch Wasser. Ich würde sagen, wir machen einen easy Quincy-Start, oder? Just give me a target. Machen wir. Ja, Leute. Also, wenn es nach euch ginge, könnte ich jede Runde mit Apache spielen, ne? Quincy? Oh, come on! Quincy, chill. Alles wird gut. Komm, wir machen aber erstmal einen kleinen... Wir machen erstmal ein bisschen, paar Nägel. Paar Nägel mit Köpfen. Ja, ich glaube, das ist ganz cool. Ich will mal nutzen, ob sie als Geldquelle cool sind. Wie gesagt, Leute, ich möchte manche Champs auch einfach nochmal kennenlernen. Ich will einfach Champs sagen. Also, Geld hat er mir jetzt noch nicht so viel gebracht, kann es sein? 200 pro Runde. Ach, macht er das einfach so nebenbei, ohne dass ich das mitbekomme? Ah, ja, Junge, ich sehe das jetzt erst, ne? Diese Einblendung. Snipers Beste. Fühle. So, ich würde einfach mal so früh wie möglich jetzt einfach auch schon das Setup hier starten. So, was kostet der Spaß? 5,9. Boah. Wir machen uns direkt nochmal einen zweiten. Damit wir noch mehr Geld bekommen können. Mehr Geld. Sweet. Guck mal, ich spiele einfach alleine. Ich mache einfach so das, was ich für richtig halte. Und so wirst du auch besser. Ja, Mann. Und wir kommen ja momentan echt schon ganz gut durch. So, zack. Ich habe das Gefühl, dass wir aber trotzdem jetzt mal eine Kanone langsam pushen sollten. Also ich finde Kanone immer noch ziemlich langweilig. Die Bootssucht. Incoming. Oh. Oh, come on. Dann pushen wir mal unten Setup. Soll ich vielleicht den Bumerang-Affen auf die Mitte skillen? Incoming! Oh, oh. Oh. Okay, ist nochmal gut gegangen, Bro. Das war echt eine knappe Kiste. Ja, Sniper immer wichtig, auch als Backup, true that. Mach ich den ja auch Event? Mach ich den auf dasselbe Setup wie der? Oder den jetzt auf 032? Nice. So, alright. Geil. Ja, maybe müssen wir mal anfangen, Bananenplantagen zu skillen. Ich denke mal fürs Late Game, ihr seid ja alle von euch sind riesen Bananenplantagen-Fans. Das ist für euch das Geilste der Welt, ne? Es geht nicht darum, mehrere zu haben, sondern richtig zu upgraden. Das habe ich schon verstanden, aber ich bekomme ja dadurch mehr Geld. Was ist denn so broken für euch bei der Bananenplantage?
Alles ist, also okay, man kann also nicht so viele Fehler machen, meint ihr? Okay, na dann machen wir es einfach mal. So, da brauchen wir noch ein bisschen EP. Und jetzt müssen wir uns auch generell mal ein bisschen darum kümmern. Ich möchte jetzt hier nicht zu weak sein. Warum keine Handcam? Ja, bei dem Spiel hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es entscheidend sein wird. Incoming! Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, wir spielen jetzt einfach einen Superaffen. Wobei ich ehrlich gesagt, also Superaffe habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es ein boring ist. Tschüss, was ist denn jetzt los? Ich habe die Fähigkeit noch gar nicht gedrückt einmal. Hä? Wie sind die denn jetzt so krass durchgekommen? Come on. Hallo, bitte? Oh mein Gott, Bro, ich hab so gezittert. Und ey, Bro, ich mach auch keine Fähigkeiten. Bro, ich verplane meine Fähigkeiten. Bro, ich darf sowas nicht haben, ne? Mir darfst du keine Fähigkeiten geben, weil ich es vergesse zu benutzen. Digga, es tut mir leid, ne? Ich bin super dämlich. Ich bin zu schlecht ausgestattet für Keramik. Ich vergesse manchmal ein bisschen, was der beste Weg ist für den Eisaffen. Ich glaube, ich gehe mal auf irgendwie sowas. Junge, was ist denn hier los? Wir machen mal unten für Morphs. Ja, komm. Ich will mal oben machen. Digga, ich mag diesen Phönix, ne? Der Phönix? Na gut, ich vermute, dass der was bringt. Wir müssen Superaffe sparen, I guess. Ja, ich glaube, Superaffe. Und wir sind durch. Ja, wobei, das schaffen wir gar nicht. Ah, Digga, das kriegen wir gar nicht mehr hin. COMG incoming! Oh yeah! Da-da-da-da-da-da-da! Wir machen noch weiter im freien Spiel. Ich muss, also Bro, ich kann irgendwie auf freies Spiel auch nicht verzichten. Ne? Aber ich glaube, dass wir schnell rausfliegen. Auf geht's, Junge. Ich glaube, so weit waren wir noch nie. Der wird jetzt auch nicht mehr so viel bringen, aber... Oh, nee. Boah, das sah aber ehrlich gesagt knapp aus, to be honest. GG. War eine gute Runde trotzdem. Ja, der vordere Superaffe hat richtig reingeballert. Hier haben wir eigentlich ganz gut reingeslowt. Bumerang hat sogar auch eigentlich gut Damage gemacht. Zauberaffe, ja. Die beiden haben schon ein bisschen was gemacht. Hier wurde auf jeden Fall ordentlich Kohle produziert. Das Ding hat echt nicht viel gemacht. Das war echt, glaube ich, ein Waste of Money, weil er aber auch schlecht stand. Hier wurde auch, also es wurde schon echt viel produziert. Und wie gesagt, halt die Sniper auch krass. Mit dem, also das fand ich ein sehr, sehr interessantes Setup. Also zu den Snipern, wenn du mehrere hast, du den Alchemisten reinballern. Ja, aber sehr, sehr gut. Dann haben wir das auf jeden Fall. Haben wir diese Sache hier gefinisht. Was ich halt jetzt noch machen möchte, damit es mich satisfied, ich glaube, ihr könnt verstehen, wir müssen die Affenaue auch nochmal auf schwer machen. Und dann würde ich auf die zweite Seite gehen. Müssen wir. Just give me a target. Aber ich glaube, es ist halt ganz gut auch zum Leveln und einfach um neue Charaktere auch auszutesten. So, ich würde ganz gerne hier Morb-Druck freischalten. Weil ich glaube, das könnte eine gute Variante sein, unten auf 4 zu skillen gegen Morbs relativ früh. Und ich mag den Bumerang-Affen eigentlich. Mitte. Wo stellt man hier am besten dieses Dorf hin? Eigentlich immer relativ nah am Anfang, oder? So. Und dann 2-2. Oh, wir haben schon. Geil.
Er meinte doch Marktplatz, oder? So, ich will mal wieder Ninja spielen. Ich finde Ninja... Ich will ihn mal probieren, einfach gegen Mobs. Unten. Geht das leiser? Findet ihr den Sound wirklich zu laut? Ich glaube, ich rede halt ein bisschen weniger dadurch automatisch. Incoming. Boah, knappe Kiste aber auch. Das geht schon souveräner. Ja, wir müssen jetzt unbedingt auf den Slow Setup gehen. Und wieder die Fähigkeit vergessen, Bro, du hast recht. Macht ja ordentlich Damage. Oh, sehr nice. Den will ich jetzt unbedingt auch mal auf darauf jetzt bekommen, dass er noch stärker macht. Ich will einfach nochmal einen. Ich packe jetzt hier nochmal einen Ninja rein. Einfach für Damage auf hier 402. Incoming Headshot. Headshot. Gut, Setup gefällt mir eigentlich sehr gut bis jetzt. Ich muss auch sagen, der Eisatze ist echt sehr günstig, kann das sein? BFB incoming. Okay, das untere zu skillen war unnötig, ne? Oh, Missklick, egal. Ist es überhaupt wichtig, den Affen Nachrichtendienst zu machen? Ich meine, die Ninjas killen doch sowieso schon krass rein. Für DDT ist sehr wichtig. Ja gut, aber das ist ja dann eh erstmal hier nach, ne? Ja, wir pushen jetzt erstmal ein auf Mobs dann. Das Level ist ja auch relativ einfach jetzt auch schwer. Das haben wir direkt am Anfang ja auch damals hinbekommen. Ich möchte jetzt einfach nur alles erstmal auf schwer gemacht haben. Und dann gehen wir auf Seite 2. Und dann werden wir ja sehen, was dort so auf uns wartet. Und für DDTs, aber ich muss sagen, mir gefällt ja gerade auf diesem Setup, auf dem Damage-Setup echt sehr gut. Ja, jetzt wird langsam Zeit für den Superaffen. Gehst du auf Runde 100, ja, auf Runde 200. Mal gucken. Mal sehen, wie weit wir es schaffen. Wenn es funktioniert. Hey, oh, Bloons, TD, 6, Freunde. Moin, moin. Da steht der Affe falsch. Der ist im Dorf-Range. Ah, du hast recht, Bro. Der steht nicht... Fail. Naja, machen wir einen zweiten, wa? So. Wenn man einfach auch nichts mehr sagt, während man das hier so zockt, ne? Entertainment pur. Hey. So, ich bin fokussiert. Yes. Come on. Ich hätte den auch gar nicht fertig skillen, ich Idiot. Awesome. Nee, Digga, die kommen durch. Oder? Boah, als ob.
Boah, aber da kamen mies viele. Ey, holy, der Eis hat echt gut Damage. Holy shit. Ich muss sagen, ich mag den Eisaffen sehr. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier auch mal skillen. Die XP-Rate aller Affen ist um 8%. Hä? Wie gut. Oh nein, das hat 250... Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Ach, wie ärgerlich. Gut, Leute, wir sind auf der Seite fertig. Wir gehen auf die nächste Seite. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten. Mit... Keine Ahnung, was das ist. Schlittschuhlaufen. Alright, I see. Quincy, das kriegen wir hin, oder? Just give me a target. Entfernen für 500. Oh, okay, krass. Quincy, gib dir Mühe. Seriously? Oh yeah. Weil es so schön zur Map passt. Was sagt ihr denn schnell zum Sloan? Oh, come on! Ja, ich sammle die Bananen ein. Sorry. So, ich hoffe, dass wir für Moab... Ja. Boah, nicht verschätzt, Digga. Ich hatte echt ein bisschen Angst. Ja, jetzt brauchen wir langsam mal Sniper. Eis auch mal ein bisschen verpennt. Yes. Oh mein Gott. Ah, wir müssen es so machen. Ja, das ist halt alles ein bisschen doof jetzt hier, das Setup, muss ich sagen. Ja. Deswegen, ich wollte den Superaffen jetzt, den platziere ich da jetzt nicht, weil der wirklich da gar nicht genutzt wird. Ich mache mal jetzt hier die Fähigkeit hier rein. Ja, wobei, das ist eine Fähigkeit. Mann, scheiße, ich habe da echt doof platziert. Ja, lieber halt noch weiter Sniper. Wieso benutze ich keine Magier? Ja, benutze ich echt ein bisschen zu wenig, ne? Aber ich habe irgendwie, also ich einfach da, dort keinen geilen Spot mehr dafür habe. Oh, hier. Ja, komm. Ja, come on. Ja, ich bin generell mal so ein bisschen... Ich muss mir mal generell angewöhnen, nicht immer nur an den Anfang zu platzieren, aber ich mache ich irgendwie immer. Superaffen auf stärkste primieren, nicht so. Der Superaffe ist im Bereich, ich vergesse immer, dass der Superaffe ja auch einen krassen Boost nochmal hat. So, auf in die letzte. Alright. Ich will weiterspielen im freien Game. Affen-Nachrichtendienst kaufen, wichtig. True. Aber das kommt. Kriegen wir es noch hin. Sollte noch passen. Oh, auf geht's. Moab Beherrschung.
54k, Bro. Aber der ist dann wahrscheinlich sehr krass, I guess, ne? Alright, für 27k. Bro, ich liebe diesen Sound, ne? Bro, ich habe echt ein bisschen viele Sniper jede Runde. Wir könnten nochmal 15.000 reinbekommen. Das machen wir. Damit wir den Sub-Commander mal reinbekommen. Bringt nichts bei DDTs. Alright, nice. Der Alchemist kommt da nicht mehr ran, Leute. Oder auf jeden Fall, naja. Auf einen. Boosten sich die U-Boote gegeneinander, gegenseitig eigentlich? Oh, okay, I see. Nee, das wird nicht. Oh mein Gott. Das ist das Big Airship of Doom. Es ist groß, langsam und unglaublich schwer abzuschießen. Kriegt ihr hin, Jungs, oder? Das wäre das erste Mal, dass wir auf 100 das schaffen. Come on, Leute. Ah, oh. Da, Bro, das ist das erste Mal, dass wir das geschafft haben. Mit was für einem krassen Setup, Alter. Cool. Seriously? Ja, 102, was los? Bro, wir haben so viele Sniper. Aber Eisaffe auch wieder 74k, obwohl halt übertrieben misplaced. U-Boote haben so krass reingeballert. Heftig. Sehr, sehr heftig. Gute Map. Die hat Bock gemacht. Also auf der Größe auch. Wir machen die nächste. Und zwar die Lotusinsel auf schwer. Bro, was ist denn hier los? Über Wasser und so. Are you kidding me? Nothing gets past my bow. Alright, come on, Quincy. U-Boote echt richtig geil, ja, Mann. Das erste Mal schon 3 Tage her, hat der Streamer hier schon krass proved. Ja, aber es macht auch einfach Spaß, muss ich sagen. So, mal ein bisschen Morbdruck machen. Incoming. Ja, zum Glück haben wir einen Sniper, ne? Mitte? Naja, Mitte macht da auch nur Sinn, Bro, wenn du auf Morph spielst. Also ich finde die Charaktere ja eigentlich relativ überschaubar. Weil es halt letzten Endes immer so oft halt einfach nur um generellen Damage geht. Irgendwie um Support. Oder eben um... Bro, ich hab den echt scheiße hier platziert, ne? Yo, was ist denn hier los? BFB incoming. You can all have headshot. Second Sniper. Bro, die machen halt einfach legit keinen Damage, ne? Ja, kein Plan, ob das zu schlau ist. Ich denke die ganze Zeit, ich will den Zauberaffen halt in der Nähe. Oh ja, das ist doch eigentlich ganz gut. Aber ich denke mir so, oh, die rechte Seite ist da jetzt halt nicht so geil aus. Ja, komm.
Eis auf 5 ist geil, ja, glaube ich dir. Ja, der steht da echt bescheiden. Ja, das ist da viel, also... Der wird da nicht mehr so viel bringen, glaube ich. COMG incoming! Ja, ich weiß schon, dass der da misplaced ist. Dann müssen wir den Langweiler wieder machen. Hat hier mit rechts mit der Fähigkeit. Das geht, oder was? Ach so. Also ich kann ihn jetzt so aktivieren, jetzt kann ich ihn immer mal hier umstellen oder so. Ja gut, ich könnte ihn jetzt auch hier hinstellen. Achso, du könntest ihn jetzt rein theoretisch immer Stück für Stück näher moven. Das heißt, ich könnte jetzt auch andere Sachen verkaufen. Er hat schon ein bisschen Reichweite. Ah ja gut, er hat Reichweite nach innen. Cool. Yeah. Junge, Apache Prime. Jetzt geht's los, Alter. So, wir könnten die Handelsschiffe verkaufen. Und einen Apache verkaufen und den dann upgraden. So, Apache Prime ist da. Das erste Mal. Oh, Insta-Affe, Affendorf auf 020. Yeah. Let's go, das sieht gut aus. Müsste neuer Rekord sein. Neuer Rekord. Apache Prime, come on. Nee, niemals. Seriously? Das ist zu viel gewesen. Aber Runde 103, neuer Rekord. Apache Prime, 700k Damage, Bro. Der Sniper da oben auch absoluter MVP. Digga, der Alchemist hat ja ultra viel Damage gemacht. Ist seine Ulti so gut? 340k? Also, der Alchemist hat ja richtig reingeballert. Noch eine Runde? Ja, wir machen noch eine. Wir gehen auf Bonbon. Are you kidding me? Nothing. Alright, rein geht's. Okay. Wer ist er denn, Alter? Vielleicht sollten wir jetzt nicht unbedingt auf Geld gehen, sondern erstmal uns um die anderen Probleme kümmern. Also, to be honest, würde es auch mal ein bisschen mehr Sinn machen, mal die Sachen mehr zu verteilen, oder? Ich spiele immer auf derselben Stelle. Gibt's aber ganz schön viel Flöten wieder an Kohle. Incoming. Headshot.
Ich glaube, dass Schiff schon mehr Sinn macht. Nee, U-Boot mit dem Boost für alle anderen, das wird am wichtigsten sein. Weil jetzt sollten alle diesen Dings haben, ne? Ich weiß nicht, wie stark dieser Boost ist. Aber... ist ja schon nochmal ganz geil, wenn die untereinander alle geboostet werden. Bum bum, auf geht's, aber weiter. Glaube aber, dass wir in der Runde jetzt kein so gutes Setup gemacht haben. Viel zu spät Gott den Scharfschützen. Und jetzt Affennachrichtendienst jetzt. Glaubt ihr, wir kommen so weit? Ich würde jetzt halt den Eisaffen und dann die weiteren U-Boote. Noch 8K, 7K. So, mal gucken, was der jetzt bringt. Das ist halt auch krass ging. Ja, wobei, er nutzt auch nicht die gesamte Reichweite. Yo. Yeah. Let's go. $380 damit bekommen quasi. Yeah. Oh, come on. Fuck, ich hab's ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir... Ich hätte gedacht, das läuft länger. Oh, ich wollte mir den Damage angucken. Wir haben 3000. Wir können uns einen neuen Helden holen. Wir könnten Benjamin holen. Machen wir uns vielleicht nochmal nächstes Mal Gedanken. Heute ist es 1:30. Scheiße, Alter. Digga, was machen wir? Es ist viel zu spät, aber geil. Es macht so Laune. Es macht echt